Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit der neuen Folge Warhammer 40k Chaos Gate in Demon Hunters. Wir sind ja auf einem eiskalten Planeten, haben ja gerade drei Seuchenmarines zerlegt und müssen jetzt hier links oben, seht ihr das ja, alle Träger der Sand eliminieren und als Zusatz noch für den Großmeister Kai zwei Saaten extrahieren. Und nun stürmen wir mit unserem Deceptor hier in dieses, ich hatte in der letzten Folge gesagt, Raum rein, aber hier schneit es ja drin, also das scheint wie so ein Vorhof zu sein. Da oben ist nämlich der erste Saatträger. Also geht's hier hoch, beziehungsweise erstmal hier in den Raum, mal gucken, ob da Gegner sind. With haste! Keine Gegner. Aha. Es muss nicht sein, dass wir uns gleich mit den zwei Saatträgern zeitgleich anlegen. Vielleicht sollten wir den Saatträger hier flankieren. Oder einfach drauf. Wir begeben uns erstmal mit unseren Purgatoren Hail. In einer guten Ausgangsstellung, um da schön reinzufeuern, falls doch noch irgendeine Patrouille rumhängt. Aber es sieht nicht danach aus. With me, my brothers. Unser Apothekarius fehlt noch. With haste. Run them down. Haben wir die übersehen? Die hab ich nirgends kommen sehen als Patrouille. Just wait. Just wait. Overwatch. Einen solchen Marine mit. Vier Fernkämpfer. Naja, drei normalen Fernkämpfer und hat der hier. Der hat so einen Granatwerfer. Ach, das ist ein. Das ist der Saatträger schon. Aha. Okay. Alles klar. Lass uns erstmal das hier rausholen, den Extraktorschädel. Das lädt sich gar nicht auf. Hm. Ah, ist das in Reichweite? Nicht ganz. So viel dazu. Wir haben zwei Pokadoren dabei. Lass sie uns erstmal unter Feuer nehmen da oben. So müssen wir aber näher ran. Läuft ja. I am here to serve. Alles klar. Lasst uns mal mit Granaten arbeiten. Wir haben ja diese Psychogranate, die wir wunderbar hier hinsetzen können. Leider erwischt es dann halt nur den einen, ja. Wäre schön, wenn die zwei verwirrt wären. Er müsste ein kleines Stück nach vorn sich bewegen. At once. Ja, jetzt bekommen wir die zwei hier rein. Macht mal. As you command. Durchgedreht sind sie. Dann bewegen wir uns mit ihm wieder zurück. Moving now.
Das ist halt leider nicht in Reichweite, um da irgendwie jemand unter Feuer zu nehmen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir die jetzt hier auch noch mit an die Backe kriegen. Deswegen werden wir uns hier auf keinen Fall nach links bewegen. Hier gehen wir ein Stück vor und extrahieren jetzt aber die Gensaat. Man sieht das richtig schlecht, die Reichweite. Also der Kreis ist hier zu sehen. Er wäre in Reichweite wahrscheinlich, aber er ist anscheinend gerade so nicht in Reichweite. Geht mir zum Glück überhaupt nicht auf den Zeiger. Ready to fire. Und unser einziger Nahkämpfer ist noch am Start. Mit dem bleiben wir dort vor Ort. Zug beenden. Bitte kein Warpress. Einer weniger. Genau. Macht euch mal gegenseitig platt. Wieso kann der zwei Granaten werfen? Warpbogen, bitte kein Warpriss. Doch, natürlich ein Warpriss. Heidenkleister. Warum sollte es auch einfach sein, wenn es schwer geht? Wir müssen uns erst um die kümmern. Wir sehen das alles positiv. Der Apothekarius müsste jetzt in Reichweite sein. Langsam wird es komisch. Wieso können wir das immer noch nicht extrahieren? Er ist doch Saatträger. Gut. Dann halt nicht. What is your will? Können wir easy wegmachen mit dem Procador. Ja. Opening fire! He will rise again. Leider nichts mehr in Reichweite, was wir anvisieren könnten. Aber wir rücken wir weiter vor. Yes, Commander. Also mit ihm müssen wir auf jeden Fall hier weg, weil das explodiert. Dann wird das ja wahrscheinlich auch mit explodieren. Wir sollten uns weit davon entfernen. Und da gibt es nur eine Stoßrichtung nach oben. Auch wenn wir hier Schaden sicherlich bekommen werden. Feuer frei. Keine Willenspunkte mehr über. Death to the enemy. Feel my wrath. Justice. Einer weniger. Willenspunkt dazu bekommen. Apothekarius bewegen wir irgendwo hin, wo er noch einen Willenspunkt hat. Hier. Das sind wir aber zu nah hier an dieser potenziellen großen Explosion. Dann lasst ihn uns hier ganz weit nach vorn bewegen. Den Procador. Taking position. Dem gehen wir dahin, dann haben wir den Interceptor noch übrig. Mit dem teleportieren wir uns hier hoch. Zum
müssen wir uns aber noch ein Stück vorbewegen. Also. In an instant. Ich glaube, wir können den platt machen, ja. Ja. Das explodiert. Jo. Der ist an uns vorbeigelaufen. Er hat seine Rüstung verloren. Bitte nicht zu viel Gegner. Drei Fernkämpfer. Vier Fernkämpfer. Enemy sighted. Da gibt's Willenspunkte. Standing ready. Jetzt können wir die Saat rausholen aus ihm. Another foul seed claimed. Extrahiert. What is your will? Ich glaube, er... ja. Er ist nicht in unserer Sichtlinie. Wir müssen uns mit ihm ein bisschen bewegen. Standing ready. Die Frage ist, müssen wir das? Wir müssen aufpassen, dass wir die nicht noch pullen. Die Gefahr besteht, wenn wir uns hierhin bewegen. Wir gehen das Risiko aber ein, Leute. Vengeance! Weil wir hätten sonst mit ihm nicht viel machen können. Mit einem C-Angriff kriegen wir ihn gekillt. Der erste Saatträger. Was next, Brothers? Geschichte. Dann lasst uns jetzt auf die Verstärkungen konzentrieren hier. Standing ready. Deckung ist weg. Wir haben die uns hier weggesprengt. Das ist schlecht. Defensiv vorgehen oder offensiv? Schwer für defensiv. Wir lassen sie kommen. At once, Commander. Hail! I am with you. Und der Apothekarius. Nutzt uns hier hinten nicht wirklich viel, aber wie gesagt, auf der linken Seite gibt es null Deckung. Da hätten wir ein bisschen Deckung. Da würden wir aber auf jeden Fall unter Beschuss kommen. Aber kommt, der hat noch 7 Willenspunkte übrig, der kann sich heilen. Chaos stirs within the shadows. Baum weggeschossen. Das war klar, dass er auf uns schießt. You will bleed.
alles im grünen Bereich. See them fall, brothers! Der rannte schön rein. Just wait! Just wait! Das kostet uns keinen Lebenspunkt, aber das löst die Überwachung auch aus, wenn man schießt. Der Extraktor-Schädel ist wieder da, aber den Schädel... Vielleicht kommt er wieder, wenn wir den Kampf absolviert haben jetzt hier. Mal gucken. Wir können den hier unter Feuer nehmen. Wir haben noch 2 Aktionspunkte und auch 2 Mumpels. Einmal werden wir wahrscheinlich Seabolt machen müssen. Und zwar jetzt, genau. Dann ist die Überwachung weg. Unsere Prokatoren können sich wieder frei bewegen, brauchen aber Munition. Die Frage ist, wie viele waren das jetzt hier noch? 2 oder einer? Ich glaube, es ist der letzte. Es steht halt natürlich richtig bescheiden. What is your will? Aber könnte man ja so eine Aufgabe machen für unseren Nahkämpfer. Aber einmal sollte den Prokator wenigstens drauf schießen. Taking position. Psionisch einstummen. Muss das sein? Wir probieren es mal ohne. I am his will. Gut, dass wir haben es probiert. Hat natürlich nichts gebracht, aber er kann drauf schießen. Auch ohne psionischer Ansturm. I must rearm. Ich wieder ein Stück vorbewegen. I am with you. Jetzt teleportieren wir uns. Ich finde das zu wenig. Das kostet nur 5% Warpwogenrisiko. Das ist so eine mächtige Fähigkeit. Das ist schon zu wenig. Also 10% sollte es schon wenigstens sein. Gliding through the wall. Ja. Jetzt hast du ein Problem, Kumpel. Wir stehen hinter dir. Face me! Target's destroyed! Sehr gut. Auf zum letzten Saatträger. Wo ist die nächste Patrouille? Die lass mal außer Acht. Wir gehen direkt zum Saatträger hier hoch. On the way! Prokator. With me, my brothers. Der rennt durch die Tür. Ah! Wieder zu nah rangegangen. Das sind nochmal 6 Gegner. Here's a good spot. Brothers, strike for the chapter. Auf der rechten Seite ist der Saatträger. Wir müssen noch... Ach ne, das hatten wir ja schon absolviert, weil wir mit dem Schädel das rausgeholt haben. Dann holt man ja auf Anhieb 2 Saaten raus. Also wir müssen jetzt hier nicht lange
rumfackeln. Wir können hier ruhig Granaten auch einsetzen. Ich glaube, wir haben noch keine einzige Granate hier in der Mission genutzt. Your command? Yes, Commander. Wenn wir hier mit Überwachung arbeiten, müssen wir halt aufpassen, dass der Saatträger da nicht reinrennt und tot geht, bevor wir die Saat rausholen können aus dem. Wo ist unser Apothekarius? Standing ready. Ganz hinten im Bus. Und der Medikusschädel lädt sich nicht wieder auf. Schade. Kann man also nur einmal nutzen. Wäre aber ansonsten vielleicht auch zu krass. Ich will nur testen, ob wir schon rankommen. Nö. Fuel. Dann lasst die mal näher kommen. Vielleicht sind sie so dumm und rennen hier rein. So dass wir dann das zur Explosion bringen können. Wir werden auch keine Überwachung nutzen. Weil wir ja nicht wollen, dass der Saatträger drauf geht. Wo ist der andere Pokard? Yes, Commander. Den stellen wir komplett hinter die Deckung. Zu beenden. Ja! Was war das? Perfekt! Ja, die haben sich perfekt aufgestellt. Overwatch. Here's a good spot. Here's a good spot. Sag da. Wirst du. Ich glaube, das wirst du dir nochmal anders überlegen. Wir erwischen drei auf einmal, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen uns aber ein Stück nach vorn bewegen. Ist aber kein Thema. Können wir machen. Ist der Saatträger dabei? Nein, gut. Feuer frei. Oh, Titan! Advancing! Mercy in death! Perfekt! Der Saatträger hat hier auf Überwachung gestellt. Wir haben mit ihm noch einen Aktionspunkt über. Dann nutzen wir die Granate. Einfach nur, um die Überwachung hier abzubrechen. Genau so. Dann kümmern wir uns jetzt um den Saatträger. Holen wir die Saat da raus aus dem. Die Bedrohung durch die Blüte wurde eingedämmt, aber mittlerweile habe ich noch weitere Diener nirgends gehört. Jetzt, wir sollten deine Brüder bergen und meine Saat. Ganz toll, dass hier noch so ein Warpress aufgeht. Gardiste der Saaten. Aha. Für Extraktion bereithalten. In drei Runden erst werden wir hier rausgeholt.
ist mir zu unsicher, dass wir den hier halt von hier hinten nicht treffen. Wir gehen mal lieber etwas mehr in die Richtung, weil hier hinten hat, ist ja der Warpress entstanden. Von da kommen dann die Gegner. With me, my brother. Und tschüss. For the Golden Throne. Für den goldenen Thron. Ein Schuss haben wir noch. Der ist doch komplett hinter Deckung. Wir treffen den doch nicht. Lass uns lieber auf den schießen. Run! Der Nahkämpfer und ein Pokado ist noch übrig. Jetzt wäre es halt schön, wenn wir hier einen Nahkämpfer hätten. Aber vielleicht kriegen wir es auch so hin. Er schlägt ja auch mit der Waffe zu. Ich glaube, 2 Schaden macht die. Ja. Das reicht, um den hier niederzumähen. It will be done. Ah! No! Don't give up now! Jetzt stehen wir natürlich in diesen Explosionsradius. Aber wir kriegen den gekillt. Mit der Fernkampfwaffe. I am the Emperor's Fury. Und können jetzt natürlich noch wunderbar hier diesen Explosionsradius verlassen. Machen wir. Ach, da oben. Den haben wir komplett außer Acht gelassen. On my way. Gut. Den werden wir dann nicht noch down bekommen, weil wir haben jetzt nur noch ihn zur Verfügung. Ja, das ist der letzte. Who's next, brothers? Den kriegen wir mit dem Psi-Angriff noch niedergemäht. For the Imperium! Und wisst ihr was? Mit ein bisschen Glück reicht die Teleportation bis hierher. Ja, locker. Locker reicht die bis dahin. Grüße. Der ist weggerannt, hat sich noch einen Schaden abgeholt. Unterdrückt uns jetzt. Mhm. I sense the enemy converging. Das ist der Warpress hier. Permission to engage, Commander. Hüte steigt, was kommt? Warpwoge. Risse sollten keine mehr da sein. Seuchenzullen. Nurgelsumarmung. Was ist das? Ist auch was Neues. Säurefelder. Wir können es halt mit ihm jetzt nicht mehr bewegen, außer wir wollen 6 Schaden kassieren. Wollen wir natürlich nicht. Die Frage ist, wenn wir uns teleportieren, bekommen wir dann auch Schaden? Ich weiß es nicht. Aber wir werden gleich schlauer sein. Ich würde sagen, ja, aber wir testen es einfach mal. Nein, wir bekommen keinen Schaden, wenn wir uns teleportieren und wir im Unterdrückungsfeuer stehen. Die Fähigkeit wird immer krasser. Ja, mach's mal gut. For the Golden Throne. Lass sie kommen. Können einen Kampf aufnehmen mit denen. Seuchenwerfer und er versteckt seine Waffe hier, aber es sieht nach einem Sturmbolter aus. Unleash me.
here to serve. Lassen Sie kommen. Müssen halt nur aufpassen, weil die Patrouille, der Pfeil zeigt in die Richtung. Kann sein, dass die jetzt noch zu denen stößt und dann könnte es nochmal schwierig werden. Deshalb, ja, kommen lassen. I am with you. Ich dachte gerade, der hat jetzt die Deckung zerstört. Hat er auch, oder? Wartet mal. Ach, wir stehen mit dem noch. Nee, doch. Ja, nein, vielleicht. Das ist jetzt der Apothek. Nee, ich bin verwirrt. Das ist der andere Pugador. Okay. Ja. Stehen wir zwar hier auf dem Haufen, aber die sind weit genug weg. Ich glaube nicht, dass sie uns hier erreichen werden. Apothekarius, zieh dich mal dahin zurück, weil wir nicht genau wissen, was die Patrouille da noch unternimmt jetzt. Und unser Interceptor kann sich schon mal breit machen für die Teleportation. Aber der kann nicht mehr so weit laufen. It will be done. Bin gespannt, was die Patrouille. Ja, die kommt tatsächlich dort entlang oder was? Die sind schon durch die Tür durch. Wow. Ich würde sagen, da haben wir alles richtig gemacht. In einer Runde werden wir sowieso abgeholt. Wir müssen jetzt hier keine Risiken mehr eingehen. Wir könnten die Deckung von ihm da zerstören, aber... Wisst ihr was? Wir lassen die halt hier kommen. At once. Somit umgehen wir halt auch die Patrouille dort noch. Moving now. Han. Renn bitte nicht in diesen, ja, in diesen Seuchenboden rein, genau. Hat er nicht gemacht, sehr schön. Mit ihm können wir hier komplett in Deckung gehen. On the way. Passt doch. Patrouille folgt unseren Apothekarius. Der hat wieder diesen Flächenangriff jetzt gemacht hier. Wow, der will es echt wissen, oder? Jetzt ist er aber schön in unser Angriffsfeld reingerannt. Beginne Teleportation, wir sind weg. Jo. Das war mal entspannt, die Mission. Teleportation, heftig. Ich glaube, der Apothekarius hat ein bisschen was abgekriegt. Vier Saaten rausgeholt, perfekt. Hier Requirierung, weil wir ja das Besondere noch mitgemacht haben. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißt. Ihr wisst schon hier, dass wir halt zwei Saaten mit extrahieren sollten. Oh, eine neue Granatenart. Tarnwolkengranate. Visiere mit einer Explosionsgefahr innerhalb einer Reichweite von 10 einen Bereich von 3 für 2 Züge an Smoke. Alle Distanzangriffe aus dieser oder in dieser Gefahr verursachen minus 4 Schaden. Wow. Das nehmen wir auf jeden Fall mit.
wenn man mit vielen Nahkämpfern unterwegs sind, ist das Gold wert. Wir haben hier wieder eine Servo-Rüstung. Ich finde, wir haben mittlerweile genügend von dieser Servo-Rüstung und diese Verbesserungsoptionen nutzen wir ja alle gar nicht. Nö. Verdammnislanze. Auch nicht so prickelnd, sieht krass aus, aber... Präventivangriff. Wenn sich ein Gegner neben dieser einer bewegt, wird er mit einer Chance von 50% automatisch angegriffen. Sturmbolter, Psybolt erlangt plus 1 Rüstungszerstörung, aber das können wir alles nicht nutzen. Nett, aber muss jetzt auch nicht sein. Und das ist Lorik Kai, Interceptor. Wir haben keinen Platz in unserer Kaserne. Oder doch, wir haben Platz. Na klar, Quatsch, was rede ich. Wir nehmen den Interceptor mit. Ja, machen wir. Leicht verwundet, 2 neue Beförderungen. Einwandfrei gewesen hier, diese Mission. Gibt's nix, oder? Kann man nicht meckern. So, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, wir haben schon wieder komplett überzogen. The fighting spirit lives on aboard the ehrenvolle Forderung, die Quest mal abgeschlossen. Der Kampfgeist an Bord der Edikt ist also lebendig wie eh und je. Ich bin zufrieden, wir sind die Auserkorenen des Imperators, Commander. Große Unterstützung. Spitze. Diesmal schaffen wir es bis dahin. Wir würden es sogar dahin schaffen. Wir können es uns aussuchen, wo wir hinfliegen, Leute. Wir kriegen eine zweite Mission. Sehr schön. Das freut uns doch extremst. Und wir haben auch ein paar Requirierungspunkte auf der hohen Kante. Sagst du nicht nö. Freunde der Nacht, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es einen wunderbaren Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich heftigst freuen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.